Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Diablo mit mir, dem Sascha. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir starten jetzt. Und wir wollen wieder zurück zur Oase von Dalgur. So ein bisschen an die frische Luft. Uah. Hallo. So, wer wird der glückliche Gewinner sein, der mich hochlevelt? Und wer wird's sein? Heute ist nicht euer Tag. Ach, da ist ja noch einer. Na gut. Müssen wir noch ein bisschen warten. Und da unten ist ja auch noch ein bisschen Viehzeug. Ich hätte ja gern, müsste man gern wissen, ob es wirklich eine Statistik gibt, was man so. Hallo. Jawolla. Ein Schlangenmagus war's. Wir müssen uns mal irgendwann mal bei Gelegenheit mal die neuen Fähigkeiten angucken. Wir haben jetzt ja seit drei Stufen da nicht mehr reingeguckt. Das machen wir gleich, wenn wir mit dieser Karte hier fertig sind. Was sind wir jetzt eigentlich da? Und dann müssen wir da. So, da waren wir schon. Gut, dann müssen wir dann hin. Müssen wir jetzt einfach nach leicht links nach oben. Kommst du mit? Jawohl, da ist er. Da liegt ja noch Gold. Fast 500. Wie viel haben wir jetzt eigentlich wieder? 57.000. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Gold machen soll. Hallo. Da ist ja noch einer. So, wie komme ich denn zu euch runter? Ich will euch ja nicht warten lassen. Ach, da geht's runter. Alles klar. Kann meine Verkleiderin, sage ich schon, meine Verzauberin eigentlich oder Bekleiderin eigentlich sterben? Oh, schon wieder so ein Hauptling. Na komm schon. Häuptling der schlechten Medizin. Nice. Da haben wir jetzt alles aufgedeckt. Jawohl, 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 jawohl. Dann nach rechts oben. Ja, kann meine Begleiterin eigentlich sterben, wenn sie... Ich meine, das stellt sich ja nicht automatisch wieder her, die Lebensanzeige. Da waren wir ja schon, oder? Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, ich wäre ein toter Mann. Ich habe Abfall aus den Aquädukten gesammelt, ja, ist ja gut, damit ist er mal, ja. Unsere Wasserversorgung nicht verdirbt. Die Ab... Was haben wir denn hier? Nice. Bup, 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 bup. Guck mal, die hat weniger Rüstung, aber dafür hat die andere zwei Sockel.
Legendärer Ballenschutz. Nehmen wir die. Lauter unbekannte Sachen hier. 131. Habt ihr denn einen Schaden, ey? So, 6 Schaden gegen Tiere. 75 Erfahrung pro getöteten Gegner. Ja, das nehmen wir doch. Alter, wie sieht das denn aus? Was setzt man denn da rein? Kritischer Trefferschalten, Goldfundbonus Geschicklichkeit, Schaden an Nahkampfgreifen, Magiefundbonus Intelligenz, Schaden, Bonuserfahrung, Stärke. Jawohl. Weit wird nicht gut bezahlt, aber man findet jede Menge Verkäufliches. Schaut es euch mal an. Ne, danke. Dein Müll kannst du behalten. Aber ich behalte mal den Odinssohn. Ich weiß, das ist langweilig, aber ich bin eh so ein Jäger und Sammler. Guck das mal an. Was er da für ein Teil. Wisst ihr was? In dem Zusammenhang gucken wir mal an, was jetzt hier für Fertigkeiten freigeschaltet sind. Gut, fangen wir mal an mit X. Was haben wir denn da? Schmettern, schneller erhöhte Chance, einen kritischen Treffer zu verursachen. Okay. R2. Okay. Gut, was haben wir hier? Gebot der Hoffnung. Himmelsfuffon, macht einfach da. Moment haben wir ja. Jo. So, was haben wir denn hier nochmal alles? Ah, hier ist ja auch noch einiges wieder freigeschaltet. Na? Was haben wir da eigentlich? Na los. Weiter geht's. Ich weiß, dass ich das nicht richtig gemacht habe und dass wahrscheinlich einige jetzt vorm Rechner sitzen und einfach nur denken, oh Gott, was macht der da für eine Scheiße? Aber wie gesagt, das ist ja mein erstes Diablo. Ich muss damit auch mal ein bisschen zurechtkommen. Ja, und scheint ja zu funktionieren. So helft uns doch! Ich bin doch schon da! Ich muss hier rein. Rettet uns! Lasst uns nicht sterben! Kann ich. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Bitte. Warte mal, wieso kann ich bitte gerade keine Dämonen.
Ja, scheint doch zu funktionieren. Da unten ist noch irgendwas. Wie kommen wir da runter? War das alles? Genau, war das alles. Hier liegt noch Geld. Juti, Meister der Gefallen. Komm her. Jawohl, da. Hätte noch mal eben hier runter gemusst. Holt uns hier raus! Ja, ich bin doch schon da. Ich muss hier raus! Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja, bitte. Hallo, Herr Kriegsfürst. War's das? Ist aber kein erfolgreicher Kriegsfürst, kann ich mal sagen. Schick sie da aus mit seiner Monster-Uniform. Hallo, Jungs. Kommt ihr runter spielen oder soll ich hochkommen? Ah, ihr kommt runter, das ist gut. Ah, komm her. So, wo geht's weiter? Da oben geht's weiter. Hier haben wir alles aufgedeckt. Nice, okay. Die Oase. Sie war früher so viel größer. Ja, das war's. Ach nee, da geht's ja hoch. Das ist verschlossen. Putz. Was sollen wir denn machen? Ach so, ja klar. Okay. Ich kehre in die Stadt zurück. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Wenn du dich weiter so zurückhältst, wirst du nie besser werden. Mir gefällt es nicht mehr als euch, mich mit Kull abzugeben. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn Adria sagt, dass wir es müssen, dann müssen wir auch. Onkel Deckard hat ihr vertraut. Und das werde ich auch. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Woher, was ist das denn? Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Ja, das ist es. Nice. Und 40.000 Erfahrungspunkte. Und ein stygischer Harnisch, was auch immer. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen.
Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Gut, betretet die alte Wasserstraße in der Straße. Gut, dann. Moment, kleinen Moment. Und jetzt können wir das Tor aufmachen, oder was? Es lässt sich nicht öffnen. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Dankeschön. Kaiser Hakan? Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Belials Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kuls Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Habt ihr Belial gefunden? Noch nicht, aber ich habe einige Hinweise. Es ist schwer. Ich habe viele Berater und andere, die mir Tag und Nacht nahe sind. Ich werde ihn finden. Wie könnt ihr vor uns stehen? Ich stehe unter strenger Beobachtung. Ich kann den Palast nicht verlassen. Ich habe ein Amulett vom Botschafter der Wischerei gestohlen. Ich habe beobachtet, wie er es benutzt hat. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ihr müsst den Stein finden. Überlasst ihn an mir. Na gut. Wir verklauben dir mal. Ah, ein Kampf liegt hier in der Luft. Es ist Belial. Solange er lebt, ist ganz Kaldeum im Belagerungszustand. Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Ganz so wie wir Fußabdrücke. Und ihr denkt, er hatte recht? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Ups, Entschuldigung. Seid vorsichtig. Diese Gänge sind voller Fallen. Ach nee. Diese Gänge sind voller Feinde. Das ist jetzt was ganz Neues. Meine, wer baut denn sowas? Oh. Hat gar keinen Sinn. Das Böse wird vernichtet. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Never ever. Na komm schon. Bäh. Schlangen und Fliegen. Komm her, komm her, komm her. War's das? Na, komm, da kommt dann ein bisschen mehr hier. Nicht so ein Schockzehrer. Na, komm. Darauf hätte ich vorbereitet sein müssen. So warst du doch. Keine Sorge. Wir haben sie bezwungen, oder etwa nicht? War doch absolut vorbereitet. So, gehen wir mal nach unten weiter.
Na komm, Jungs. Ihr wollt es doch eigentlich auch. Hä? Immer noch nicht genug? Genau, habt ihr immer noch nicht genug? Ja, da will ich aber noch nicht hin. Gut, da unten müssen wir hin, also muss ich da oben wieder zurück, weil da oben war nämlich noch Gebiet verdeckt. Unsere Feinde wollen unser Vorankommen verlangsamen. Schweine. Sie werden scheitern. Das sind ja Schweine. Die Aquädukte von Caldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor 3 Jahrhunderten die Oase von Dalgur entdeckt worden war. Obwohl Caldeum schon viele Jahre lang wohlhabend gewesen war, konnte die Stadt mit einer verlässlichen Wasserquelle noch mehr wachsen. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Trinkwasser zu bieten. Na schön. Finde ich gut. Okay. Haben wir alles? Jawohl, haben wir alles. Gut. In der Folge machen wir die Aquädukte hier, die Ebene noch fertig. Auch wenn jetzt gerade schon wieder 20 Minuten um sind, aber... Ich hab da jetzt gerade Bock zu. Dann wird es wohl insgesamt mal von der ganzen Aufnahmesession 2 Folgen weniger, aber... Mein Gott. Ich spiele das ja, weil ich Bock drauf habe und nicht, weil ich es aufnehmen muss. Überlebt. Ach, super. Ich habe das jetzt auch nicht anders erwartet. So überrascht dich das? Vorzüglich. Boah. Ich glaube, wir leveln gleich wieder auf. Ist doch größer als ich dachte, die Karte. Gut, langsam müssten wir ja zum Ausgang kommen. Der da ist, wo der Pfeil leuchtet. Sehen. Nice. Gut, aber... Ein Hebel wäre betätigt. Gut, aber wir machen jetzt mal kurz wieder eine Pause. Oh, wie der Schwert trieft, ey. Guckt euch das mal an. Ja, ist das übel. Sieht aber geil aus. Ja, wir machen mal eine kurze Pause. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Diablo. Mit mir, dem Sascha. Bis dann, ciao.